Bei einer Dienstleistung, wo du dich als Person verkaufst, deine Zeit verkaufst, ist das auf gar keinen Fall die optimale Lösung. Herzlich willkommen in diesem Video und du siehst ja schon eingeblendet neben mir das iPad. Das heißt, ich werde dir da heute ein bisschen was vorzeichnen und vorschreiben. Heute geht es nämlich um das Thema Preisgestaltung, wie du da auch schon sehr schwer erkennen kannst wahrscheinlich. Sehr cool. Gut, heute will ich dir mit an die Hand geben, was wirklich wichtig ist, als Fotograf oder Videograf die richtige Preisgestaltung durchführen zu können, was wichtig ist, um auch wirklich davon gut leben zu können. Gerade heute, also vor einer Stunde, habe ich von einer Teilnehmerin eine Benachrichtigung bekommen, dass sie da einen neuen Auftrag für 2000 Euro abgeschlossen hat. Jetzt stellt sich die Frage, was ist da dabei, ne? Wie schaut Preisgestaltung aus? Was muss ich da machen für 2000 Euro? Das war jetzt mal ein kurzer Überblick quasi, wo wir hinkommen heute. Aber ich will dir damit an die Hand geben, was die meisten machen, was vielleicht auch du machst. Keine Ahnung, muss man jetzt auch anschauen. Und was wirklich optimal ist. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Erstens, das machen so die meisten. So habe ich auch angefangen. Ich habe vorhin nämlich meine ganzen alten Notizbücher auch nochmal durchgeschaut. Da habe ich genau so auch angefangen. So zum Beispiel, dass man halt drei Pakete hat. Also erstens drei Pakete, die im Endeffekt quasi auch noch auf der Webseite irgendwo publizieren. Drei Pakete, wo Small, Medium, Large oder X-Large zum Beispiel. Wo zum Beispiel Small 149 Euro, Medium 250 oder 249 Euro und Large dann vielleicht 499 Euro. Ne? So, das ist ein sehr gängiges Modell, was viele Fotografen und Videografen, also eher Fotografen, quasi anbieten oder auf der Website stehen haben und solche Sachen. So, das ist nicht wirklich sinnvoll, wenn man wirklich gut davon leben will. Weil du wirst zwar viele erreichen, dir laufen auch wirklich die Leute die Türe ein, bei jetzt zum Beispiel da diesen Small-Angeboten für 149 Euro, oder ist ja scheißegal, der Preis, ob das jetzt 100 Euro mehr, weniger oder 200 Euro mehr sind, so Tendenz ist gleich. So, aber das ist halt so die eine Sache, so das funktioniert meistens bei irgendwelchen Sachen, die man halt schnell per Click and Drop, Click und Warenkorb. So jetzt zum Beispiel bei irgendeinem Online-Anbieter, wo du halt irgendeine Ware kaufst, ein Produkt oder was auch immer, wo du einfach draufklickst, bestellen, fertig zum Beispiel. Oder irgendeine Software oder sowas in die Richtung. So, da funktioniert das super. So, weil da kann man dann halt zum Beispiel dann halt da eine Liste erstellen. Na, dann ist die mittlere Liste da, wo am meisten ist, und die lange Liste. Da sind ganz viele Sachen drunter aufgelistet und da im besten Fall schaut es noch so aus, okay, das ist nicht dabei und alles, was grün ist, das ist nur in diesem Angebot zum Beispiel dabei, hier. So, und dann gibt es da nur ein paar Sachen, die nicht dabei sind, die halt die Extraleistung ist, wie je nachdem. Und da ist halt dann wirklich alles dabei. Ne? So, das funktioniert bei Sachen, die auch Rabatte bekommen können, wo du halt Margen hast. Aber bei einer Dienstleistung, wo du dich als Person verkaufst, deine Zeit verkaufst, ist das auf gar keinen Fall die optimale Lösung. Da wäre nämlich die zweite Lösung, dass wir wirklich schauen, okay, einfach individuell, hoppala, also individuell quasi herausfinden, was die Herausforderung ist oder wo das aktuell, also Bedarfsanalyse und quasi, was der Wunsch ist. Das heißt, dass du das einmal herausfindest vom Kunden, im besten Fall bei einem 1:1 Gespräch oder einem kurzen Telefonat oder auch schon, wenn die dich anfragen, wo du das halt abfragst in einem Anfrageformular zum Beispiel, dann die Leute, mit denen wirklich da genau herausfindest, was sie benötigen, warum sie das benötigen, dann daraufhin wirklich einmal schauen, okay, wie könnte so ein Shooting ausschauen für Sie, und dann quasi wirklich optimales Angebot, wo du sagst, okay, das ist auch zum Beispiel
was ich anbiete und so weiter und so fort. Und dann wirklich zum Beispiel einen Preis von, sagen wir mal, 2.000, 3.000 oder sogar 5.000 Euro zum Beispiel abrufen. So quasi hat es eine Teilnehmerin bei mir auch geschafft. Zum Beispiel Ergebnis, dass sie halt wirklich da 2.000 Euro für 4 Kurzvideos, also 4 Reels, so natürlich kann man das noch höherpreisiger anpreisen. So, aber für 4 Kurzvideos, so 15 Sekunden Videos, wo ein One-Clip mit vielleicht 2-3 Cuts zum Beispiel dabei ist, mit ein paar B-Rolls, die man dann ein bisschen anpasst, plus 5 bis maximal 10 Fotos für Behind-the-Scenes oder sowas in die Richtung. Und das Ganze kann man auf einmal für 2.000 Euro verkaufen. So, was ist jetzt aber der Unterschied? Da vorne hättest du dann irgendwie XL plus mal 3 hoch 15 anbieten müssen. Und da findest du einfach genau heraus, okay, was braucht die Person wirklich, womit beschäftigt sie sich aktuell, was braucht sie, was will sie haben und so weiter, wo ist aktueller Bedarf. Und da ist es halt viel, viel besser, dann einen individuellen Preis auch anzubieten, der dem Wert auch entspricht. Nicht jetzt vor, also wichtig für dich, Preislisten ist ein wichtiges Thema, ist wichtig, jedoch nicht auf der Webseite. Wenn du wirklich hochpreisig agieren willst, wenn du die ganze Zeit irgendwelche 50 bis 300 Euro Shootings oder 400 Euro Shootings anbietest, go for it, let's go. Aber wenn du wirklich hochpreisig agieren willst, das Ganze optimal aufbauen willst und du wirklich gut von deiner Selbstständigkeit leben willst, dann würde ich es dir auf gar keinen Fall empfehlen, sondern wirklich auf ein persönliches Gespräch mit dir, dementsprechend ein bisschen vorqualifizieren, vorframen und dann wirklich herausfinden, was die Personen benötigen. Genau. Wenn du dazu irgendwelche Fragen hast, kontaktiere mich einfach gerne oder bewerb dich auch für ein kostenloses Strategiegespräch unter www.eliaskaltenberger.com, wo man sich wirklich dann Schritt für Schritt anschauen, wie sowas auch ausschauen kann bei dir, wie das optimale Pricing, welche Preisstrukturen, Modelle und so weiter es bei dir geben kann, damit du auch wirklich weißt, das kann ich gut verkaufen, das kaufen die Leute auch und damit bist du happy. In dem Sinne freue ich mich, dich persönlich zu hören und sonst bis zum nächsten Video, dein Elias. Peace out.